Hallo Leute, heute möchte ich euch zeigen, wie ihr MP4-Videodateien so konvertiert, damit ihr sie mit dem Windows Movie Maker bearbeiten könnt. Die meisten Handys bzw. Smartphones geben eure Videodateien als MP4 aus. Das Problem ist, wenn ihr den Windows Movie Maker öffnet, könnt ihr die MP4-Dateien nicht importieren. Dazu gibt es ein Programm, das nennt sich FreeMake Video Converter. Dieses könnt ihr überall bei chip.de oder Computerbild kostenlos herunterladen. Hier könnt ihr die Datei importieren. Und das Programm lädt die Videodatei und ihr könnt sie in ein anderes Format konvertieren. Na? So, hier ist euer Video. 1280 mal 720 ist die Bildauflösung. Das heißt, wenn ihr auf Konvertieren klickt, ich nehme immer die Windows Movie Videodatei, da dies die Datei ist, die Windows Movie Maker am besten lesen kann. Dann klickt ihr da drauf. Und dann öffnet sich dieses Fenster. Hier könnt ihr noch einstellen, in welcher Qualität ihr euer Video haben möchtet. Ich nehme dieses 720, da, wie gesagt, mein Video 1280 mal 720 die Bildauflösung ist. Das kann bei euch anders sein. Es kann sein, ihr könnt auch Full HD nehmen. Aber ich nehme jetzt dieses HD Ready und klicke auf Konvertieren. Das kann jetzt einige Sekunden dauern. Ich habe extra ein kurzes Video gedreht von 7 Sekunden, dass es etwas schneller geht. Na los. Jetzt. So, wenn das Video jetzt fertig konvertiert ist, klickt ihr einfach auf OK, Schließen und dann könnt ihr das Programm schon zumachen. Wenn ihr das so eingestellt habt, dass es die Videodatei auf dem Desktop ablegt, dann zeigt es diese Datei an. Das ist jetzt eine Windows Movie Datei und die könnt ihr jetzt ganz locker und leicht im Windows Movie Maker einfügen. Einfach hier reinschieben und ihr seht schon, jetzt zeigt es euch das Video an. Ihr könnt es hier unten in die Bearbeitungsleiste schieben und könnt euer Video hier bearbeiten.